Also, ich habe hier einen Herrn von der Arbeitsgruppe Open Source Experts. Können Sie erzählen, wo Sie sind und was Sie da machen? Also, wir sind der Arbeitskreis Open Source Steiermark, der UBIT Steiermark, der Fachgruppe UBIT Steiermark. Und wir bemühen uns, dass wir die kommerziellen Anwender von Open Source miteinander vernetzen und einen Erfahrungsaustausch machen, um so unseren Mitgliedern den kommerziellen Einsatz von Open Source nicht nur schmackhaft zu machen, sondern auch ihnen die Möglichkeit zu geben, all die Kenntnisse aufzubauen und das Wissen aufzubauen, das sie brauchen, um ihre Kunden bestmöglich zu bedienen. Haben Sie denn die Steiermark schon Ja, wir haben zwischen 10 und 30 aktive Mitglieder, die ihre Kunden mit Open-Source-Programmen ausstatten oder betreuen. Und das Geschäft wächst und ist für unsere Mitglieder sehr interessant. Können Sie erzählen, was derzeit das beliebteste oder verbreiteste Open-Source-Produkt ist, das bei Firmen nachgefragt wird? Ist das direkt Linux oder sind das eher Datenbanken? Die Kunden unserer Mitglieder sehen eher die Anwendung und weniger jetzt das Projekt im Vordergrund, aber wir haben von Voice-over-IP-Lösungen, Webserver bis hin zu Office-Programmen haben wir alles im Programm. Sind Sie zum ersten Mal im Linux-Tag da? Das ist das zweite Mal, dass wir jetzt am Linux-Tag sind und dieses Mal haben wir eben die Wirtschaftskammer auch als offiziellen Sponsor. Sehr gut, sehr gut. Können Sie etwas sagen? Sie waren letztes Mal am Linux-Tag da, Sie sind heuer da. Haben Sie irgendeine Entwicklung beobachtet oder einen Eindruck? Wir sind an und für sich mit dem Publikum hier sehr zufrieden, weil es eine gute Mischung hat zwischen Open-Source-Community und den kommerziellen Anwendern. Und wir haben auch einige kommerzielle Anfragen von Entwicklern, die sich selbstständig gemacht haben oder gerade selbstständig machen wollen und die eben Open-Source verstärkt dazu einsetzen wollen, um ein eigenes Standbein, ein eigenes Geschäft aufzubauen. Das ist sehr interessant für uns. Gut, danke schön. Gerne.